Und Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Bros. X. Euer Mr. Nachtare TV ist wieder da. Und letzte Folge, da war ich etwas leise. Der Grund war halt, ich habe außerdem mein Mikro leise gestellt, ohne dass ich es gemerkt habe. Dafür entschuldige ich mich jetzt. Ja, aber dafür habe ich es jetzt etwas lauter gedreht. Also, so wie es eigentlich bei meinen Videos passen sollte. Ja, ich habe schon vorher Aufnahmetests zur Sicherheit gemacht. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zur Röhre. So. Die Steuerung war so. Ja. Okay, eigentlich ist die Steuerung ganz simpel. Eigentlich ganz leicht, ne? Okay, hallo Toad. This pipe leads to the Frozy Fruits Lands. Have a safe trip. Okay. Ich geh mal rein. Okay, jetzt sind wir in einer Eishöhle. Oh, das ist cool gemacht. Geil. Warum? Ich nehme das mit, ist mir egal. Oh, jetzt kann ich es doch nicht mitnehmen. Weil wir das Level schon beendet haben. Okay. Ja, wir gehen mal hier in den Pilzhaus. Okay. Okay, ja. They say the door leads to the dream world. I just can't seem to get it open. Okay, ich brauche 7 Sterne, um da reinzukommen. Und ich habe da, wie es oben aussieht, 6 Sterne. Das heißt, wir brauchen noch 1 Stern. Gut, dann machen wir weiter. I am freezing. Okay. Oh. Yes. Tanuki-Anzug. Ein roter Yoshi, okay. Aber ich bleib mal erstmal. Ruf da, was soll ich nehmen? Was ist das? Ach, Feuerblume nur. Naja, nur es sah gerade so aus, als würde die das so leuchten oder so. Da. Naja, aber dieser Yoshi, ne? Der konnte ja nur so Gegner beim Ausspucken zu Gemüse machen, sonst nix. Und die rote kann jetzt Feuer speien, also. Ich nehme mal den roten, sorry. Lila und der Yoshi. Ich mag die Farbe lila. Mal ehrlich, lila ist jetzt wirklich meine Lieblingsfarbe, aber tut mir leid, ich finde den roten noch krasser mit seiner Fähigkeit. Ja. Ja. Oh. Ey! Ey! Oh Mann, oh, das war peinlich. Aber ist nicht so schlimm. Es kann immer passieren. Shift. Okay. Okay, man kann da rein. Ah, wir haben hier sowas entdeckt. Ich nehme jetzt einfach das hier und... So. Ich habe auch die letzte Folge spät hochgeladen, ne? Das war so... 23 Uhr. Ja, diesmal doch später, ne? Okay. Ah, da schaue ich noch vorbei, Nirvusland. Hallo. Welcome to Nirvusland. Oh, hab mich schon erschreckt. We get along with all flying creatures here. Ah, okay. Das sind halt so freundliche Koopas, okay? Ja. Gut, was gibt's hier? Hallo?
We don't get many visitors here. Wow. Hölle. Obwohl ihr alle in solchen Art Level, ne? Wo man nur so besucht, die fand ich so freundlich sind. Also eigentlich ganz freundliche. Prince Mellow is out right now, but you can take his clown car. Nice. Das sieht cool aus. Okay, was geht hier oben so? Nice, noch ein Stern. Super, wir können da jetzt diese Tür öffnen. Aber zuerst gehe ich wieder dahin. Und zu sehen, was passiert, wenn ich jetzt so nicht die Tür nehme. Also nicht die Röhre nehme und dann Schlüssel. Okay, eigentlich meinte ich damit Röhre. Und einfach weitergehe, ja. Danach werde ich ja eh noch das andere hier machen. Also hier nur zu dieser Tür gehen. Okay. Also Tanuki-Anzug und Yoshi ist echt gute Kombination, weil man reitet auf Yoshi und kann gleichzeitig schweben. Ist einfach genial. Okay. Ach, immer wieder. Aber ich kann mal austesten. Vielleicht kann man jetzt Yoshi auch ohne Ziel holen, oder? Ich würde ihn gerne mitnehmen. So. Der hat mich platt gemacht. Nein. Ach, immer im falschen Zeitpunkt. Come on, ja. Okay. Und noch ein Stern. Nice. Okay. Warte, jetzt setze ich noch was aus. Ah, ich kann ihn so nicht mitnehmen. Egal, wir können ja später eh noch einen anderen Yoshi bekommen. Oder auch einen anderen Tanuki-Anzug. Weil ich finde Tanuki-Anzug super geil und der Yoshi ist einfach cool. Ach ja, das haben wir schon gelesen. Jetzt können wir da rein. Oh. Hey, das ist doch Super Mario Bros. 2. Das erinnert mich richtig dran. Ja. Ey, das ist voll nice. Da und auch dieselbe Logik. Man kann sie nicht mit Feuerbälle töten, ne? Denn da gab es in Super Mario Bros. 2 keine Feuerblumen. Aber dafür kann man sie jetzt so da mitnehmen und wegschmeißen. Geil. Es gab auch keinen anderen Weg, weil der stand einfach hier im Weg. Oh, was gibt's da? Ein Yoshi! Nice, mein schwarzer Yoshi, was kann er so? Warte mal, Yoshi, ich muss kurz absteigen. Ja, danke. Nice. Und was gibt's hier so? One up.
Boah, das sieht nice aus. Ja. Dann gehen wir mal hier raus. Boah. Oh, aber eigentlich kann das auch. Genau, das kann er. Eigentlich auch klar, weil wir haben einmal so einen Kampf gegen Designer Burrow gemacht und das sah auch so Super Mario Bros. 2 Logik, ne? Also macht das auch Sinn, dass mit Yoshi das geht. Guck mal, und ich konnte gerade mit Yoshi so fliegen, ne? Oder irgendwie. Irgendwie mit solchen Gegnern ist es auch möglich. Mit irgend solchen, ne? Gegnern. Da, damit kann er fliegen. Nice. Jetzt gehe ich hier kurz mal rein. So. Au. Geil. Ach verdammt, ich wollte es hinlegen. Verdammt. Okay, so wird das Ganze nichts. Egal, wir können auch ohne Fliegen weitermachen, ne? Oh, ich spawne immer diese Bomben. Nice, sie haben's. Oh. Jump. Oh. Ah. Und da ist das jetzt. Jetzt gehen wir da rein. Und. Warte mal, vielleicht ist da drin noch was versteckt. Ach, nur Coins. Nope, wir können jetzt einfach auf Yoshi reiten. Kusch, geschafft! Ja. Okay. Warte mal, wir haben noch dieses eine Haus da am Ende noch nicht genau und die Lupe genommen. Da, das können wir noch ansehen. Hallo. If you can open these boxes, you can have what's inside. Okay. Ein blauer Yoshi. Keine Ahnung, wie soll ich nehmen, ey? Das ist ja auch hellblau. Nicht diese eine blaue hier, sondern der hellblaue. Ich bleib mal erstmal beim Spatz. Okay, der gefällt mir. Oh, ein Tanuki-Anzug. Nur so viel schöner. Okay. Also eher so mehr Waschbär aussieht. Eigentlich ein Waschbär-Anzug. Jo, finde ich voll nice. Sowas feiere ich. Gut, als Reserve noch denselben Anzug, weil ich feiere das einfach. Ja. Be careful, if you go in here, it's dangerous. Yoshi bleibt da. Oh mein Gott! Oh, das war knapp! Alter, was wäre ich tot und hätte Yoshi verloren. Aber ich hab's noch. Ich hab ihn noch mit hier. Gut. Guck mal, wir können ihn noch was nehmen. Dann noch wieder rausgehen.
Ja, wir können es extra mitnehmen, schön. Aber gibt's nicht auch noch so einen Weg? Weil, naja, hier geht's gerade nicht so weiter in einen anderen Weg. Es kann noch weitergehen, ja? Es kann noch weitergehen. Okay. Das ist doch auch sowas, oder? Ja, da waren wir ja noch nicht. Also hier können wir jetzt mal weitermachen. Boah, ist das Castle? Oh, hey, wir können sogar Yoshi in Bowser Schloss mitnehmen. Tja, das sind aber Fangames. Haha, you're not getting in here. The store has been magically sealed. You would have to gather 10 stars piece. Ich hab schon 10 Sterne. Haha, ich kann da rein. Oh, hallo. Ups, ich hab schon gedrückt. Bowser, say goodbye to your pieces, Princess. Mario! Oh, und erst und dann noch. Ich heiße Luigi, nicht Mario. Luigi! Verdammt. Oh Gott. Also, ich weiß echt nicht, wie wir das jetzt machen. Das ist ja schwer. Ich weiß nicht, wie man den besiegt. Muss ich jetzt... Einer der Koopas fertig machen? Ach, Mann, ja. Jetzt hat der Stampfattacke. Ja, so. Der tut super. Das ist ja hart. Oh, das ist jetzt nicht schlau. Ich habe jetzt kein Power-Up genommen. Ob jetzt was, ich versuche noch einmal Power-Up, um herauszufinden, wie man das macht. Und dann hole ich noch Items. Weil das ist ja die Frage, wie besiegt man den? Vielleicht hat es ja damit auf sich mit den Koopas, ne? Einfach ihren Panzer, diesen Panzer gegen Bowser werfen. Vielleicht hilft's das. Nein! Ah! Verdammt! Okay, ich hol schon Power-Ups. Warte mal, das dauert noch ein wenig. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich versuch's nochmal. Ich versuch's einfach wieder, okay? Mario. Ich heiße Luigi, nicht Mario. Nee, das ist auch nicht die Schwäche. Boah, wie macht man das, ey? Was ist die verfickte Schwäche? Was ist sie? Okay. Also vielleicht könnt ihr... Also es geht zwei Methoden. Entweder ihr schreibt in Kommentare, falls ihr wisst, welche Schwäche es ist, oder ich gucke bei anderen YouTubern so, wie das noch geht, weil... Vielleicht wäre Internet eher gescheiter, ne? Hier die Lösung zu finden, weil... Nur so können wir weiterspielen. Mario, ja. Ich will zuerst mal
die Lösung finden, okay? Ey, ich wollte auf den drauf springen. Aber ich kann mich langsam nicht konzentrieren, weil es ist immer dasselbe. Schnell. Ich versuch's mal nochmal mit dem. Ey, ich weiß echt nicht, ey. Das Einzige, was hier gibt, ist ausweichen. Ausweichen. Und dreimal dürft ihr raten. Ausweichen. Digga, ich weiß nicht, wie es geht. Es gibt keine Schwäche. Doch. Aber ich will den Part nicht zu kurz machen. Ich mach's noch ein paar Mal, okay? Nicht, dass es zu langweilig wird und dir... Wo ich könnte zwar auch kurz Cut machen und dann... Ey, wisst ihr was? Ich mache jetzt einen Cut und schau noch, wie es geht, okay? Wir sehen uns gleich wieder. Tja, Leute, ich bin wieder da. Ich habe eine Lösung gefunden. Oh, ich kann's nicht glauben. Es ist wirklich das mit dem Panzer. Das macht ihn doch Schaden. Aber... Er haltet viel aus und... Boah, ist hart. Also... Ja, wie gesagt, der Boss ist schon hardcore. Das bedeutet... Es wird sehr schwer sein, ne? Deshalb werde ich auch... Währenddessen versuchen, weiter zu üben. Da, das finde ich... Das meine ich da. Okay. Ich kann jetzt auch ohne zu speichern resetten, damit... Ich habe die Items behalte, ja, das wäre gut. Okay, kann ich machen, ne? Und immer wieder versuchen aufzunehmen und die richtige Aufnahme zu nehmen. Ja, aber... Seht ihr es? Oh mein Gott. Oh Leute, jetzt habe ich einen großen Fail gemacht. Als ich jetzt das Spiel kurz beendet habe, da ist komplett der neue Fortschritt, den wir jetzt gemacht haben, einfach weg. Oh Leute. Also ich werde mal nächsten Folge, ich werde schon mal das machen, was wir vorher gemacht haben und dann dahin gehen, wo wir jetzt da waren und boah. Also falls jetzt die Folge nicht kommt, ne, da kommt jetzt so ein anderes Video, ein anderes Display oder einfach nix, ne, weil ich immer dann sitze und dran arbeite. Naja, ich hoffe, euch hat aber die Folge gefallen, ey. Ja, ich hoffe, wir werden es mal schaffen und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ciao. Oh, nur so als Info. Jetzt habe ich gerade durch diesen Fail, ne, beim Spiel... verlassen hier so aus Versehen. Jetzt statt 10 Sterne 6 Sterne. Das wollte ich sagen. Ja.